Hey und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir die Challenge-Auswertung machen von der Selbstporträt-Challenge, die ich vor mittlerweile auch schon 3 Wochen oder so angekündigt habe. Erstmal vielen Dank an die Submissions, die ich bekommen habe. Ich werde jetzt in dem Video kurze Critiques abgeben, vielleicht kleine Overfans machen, ein, zwei Anmerkungen machen und auch versuchen, so den Prozess hinter meinen eigenen Bildern zu erklären. Und ich hoffe, dass der ein oder andere was mitnehmen kann. Und ich will gleich am Anfang sagen, dass wenn ihr vielleicht irgendwelche Bilder habt, die ihr in letzter Zeit gemalt habt und ihr so das Gefühl habt, dass diese Bilder so euren Skillstand sozusagen widerspiegeln, dann schickt mir diese gerne zu oder schreibt mich irgendwo an und dann werde ich auch gerne zu euren Bildern vielleicht kleine Critiques machen und vielleicht euch sagen, was ich dann an diesem Bild noch verändern würde. Und genau, wenn das gesagt ist, dann gucken wir uns mal die Submissions an. Das ist die erste Submission und was mir hier besonders gut gefällt, in diesem Bild speziell sind diese Verzierungen. Ich liebe diese Blumen hier und auch dieses, diese Blätter oder was das, oder Efeu oder so. Hier im Hintergrund finde ich mega cool die Idee und auch sehr, sehr gut umgesetzt. Man merkt auf jeden Fall sofort, dass das der Alphonse Mucha-Stil sein soll. Und was sich auch durch all deine Submissions durchzieht, sind die Haare, die ich mega cool finde. Gerade die Linienarbeit hier in den Haaren finde ich auch sehr, sehr gelungen. Gefällt mir sehr gut. Merkt man ja auch im Originalstil, wenn man sich den mal anguckt, dass dort in den Haaren immer sehr, sehr viel sich ausgelebt wird. Und dort ja sehr, sehr viel Detail reingebracht ist. Was mir aber auch direkt aufgefallen ist, ist, dass hier nochmal eine Menge an Proportionssachen verbessert werden können und auch ein paar Dynamik-Sachen. Was ich deshalb gemacht habe, ist, ich habe mir mein Liquify-Tool geschnappt und habe einfach mal ein bisschen rumliquified. Ich habe natürlich keine Vorlage gehabt, ich habe einfach so aus Gefühl heraus versucht mal das Ganze ein bisschen mehr in Proportion zu schieben. Hat überhaupt nicht lange gedauert, das waren vielleicht 3-4 Minuten oder so. Und ja, was ich vor allem gemacht habe, ist, auf welcher Ebene bin ich hier? Ah ja, ich kann nochmal. Okay, ist, wenn man sich das Original anguckt, was mich stört, ist, die Stirn hier ist zu klein. Außerdem hier die Haare, wenn man sich das überlegt, warum sollten die Haare hier so weit nach oben stehen? Wieso sollten die hier plötzlich so weit von der Kopfhaut abstehen? Jetzt habe ich die näher rangezogen. Der Abstand zwischen Mund und Nase ist ziemlich, ziemlich groß. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Und was einem relativ oft passiert, ist mir früher auch oft passiert, das Auge ist zu nah am Kopfzentrum dran, ein Stückchen weiter raus. Auch ich habe es ein kleines Stückchen weiter nach unten gesetzt, wenn man sich das nochmal hier meine Version anguckt. Ein Stückchen weiter raus, ein bisschen nach unten. Was ich auf jeden Fall auch gemacht habe, ist hier das Kinn ein bisschen mehr zu betonen. Klar hat jeder ein anderes Kinn und so. Ich habe aber, wie gesagt, keine Vorlage gehabt, deshalb habe ich das einfach so gemacht, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, wie mein Appeal war, und habe hier ein bisschen größeres Kinn eingezeichnet. Und aber das sind alles so Proportionssachen, die kommen mit der Zeit. Da muss man sich auch gar nicht so große, na gut, man muss sich schon Gedanken darüber machen, aber das kommt einfach davon, wenn man ganz, 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 ganz viele Bilder, Gesichter im Profil zeichnet, kommt das einfach mit der Zeit und dann lernt man das und hat die Proportionen auch irgendwann im Gefühl. Genau, einfach viele References angucken, viel abzeichnen und dann wird das. So ein paar Kompositionssachen oder Dynamiksachen, die ich noch verändert habe, sieht man hier vor allem dann auch in den Haaren, wenn man sich hier hinten zum Beispiel das hier anguckt oder die, was habe ich noch verändert hier zum Beispiel. Wenn man sich meine Version gegen deine Version anguckt. Ich habe versucht, ein bisschen die mehr Kurven, interessante Kurven, in die Haarform bzw. in den Shape mit reinzubringen, in den Kopf
in die Kopfform, also in die Silhouette. Du hast hier relativ, relativ gerade abgeschlossene Form gemacht. Hier gerade das hier ist zum Beispiel relativ gerade alles. Und was ich gemacht habe, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, ein bisschen interessanter zu gestalten, ist dann hier dort so kleine, ups, sorry, kleine, ja, so Auswölbungen zu machen, ein bisschen die Haare weiter runterfallen zu lassen. Oder auch hier unten, das war ein kleines Overpaint, was ich gemacht habe. Hier unten zum Beispiel die Form, die du hier unten hast, diese negative Form, versucht ein bisschen interessanter zu gestalten, hier noch eine kleine Kurve reinzumachen. Überleg dir einfach, wie du so viele wie mögliche interessante Formen in deine Bilder mit unterbringen kannst. Gerne auch an irgendwelche negativen Flächen denken und wie du die möglichst interessant gestalten kannst. Ob du da irgendwelche coolen S-Kurven oder T-Linien, also T-Linien sind sowas hier, mit reinbringen kannst. Zum Beispiel hier hast du sogar eine kleine T-Linie. Oder wo hast du hier noch T-Linien? Keine Ahnung. In den Haaren bietet sich das relativ gut an. Hier zum Beispiel hast du eine T-Linie mit den Blumen. Sowas ist immer sehr, sehr schön, wenn man sowas noch mit unterbringen kann. Einfach da ein bisschen mehr drauf achten. Ansonsten eine sehr coole Submission. Hier die zweite Submission, das ist der Disney-Stil. Hier sind die Proportionen auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr gut getroffen. Eine kleine Sache, die mir auffällt, ist hier bei dem Mund. Wenn man sich nämlich mal überlegt, wie hier, wenn man jetzt das Gesicht entlang der Mitte hier teilen würde, wie hier die Konturlinie verlaufen müsste, passt das bei dem Mund nicht so ganz, haut das hier nicht ganz hin. Wenn man hier die Form von der Lippe nachziehen würde, beziehungsweise hier so kleine Formlinien reinzeichnen würde und sich überlegt, wie diesen dreidimensionalen Raum aussieht, stimmt was hier hinten auf jeden Fall an der Lippe auch nicht. Und die Unterlippe müsste hier so ein bisschen reingehen. Ich hoffe, man sieht das so halbwegs, wie ich das meine. Man muss sich einfach überlegen, wie diese Lippe im dreidimensionalen Raum aussehen würde. Aber ansonsten ist das Ganze von den Proportionen her sehr, sehr gelungen. Finde ich auf jeden Fall super. Was mir noch aufgefallen ist, ist wieder, was wir vorhin hatten mit den Haaren, mit der Dynamik. Einfach, wenn man hier diese, das hat so viel Potenzial, hier einfach diese Haarsträhne nicht so gerade runterzieht, sondern einfach so eine kleine Kurve reinmacht. So ein kleines, hui, bringt einfach nochmal ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Lebhaftigkeit in das Bild rein. Ist meiner, also würde ich auf jeden Fall schon fast intuitiv immer machen. Und so hier, was mir noch aufgefallen ist, entlang der Augen, mit den Linien. Einfach ein bisschen selbstbewusster die Linien ziehen wäre hier mein Tipp, beziehungsweise ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ob das hier mit Faden ist oder ob du das per Hand gezeichnet hast. Aber ich meines Empfindens nach ist das hier die Linien entlang den Augen vor allem relativ shaky. Also fällt mir zumindest hier besonders auf. Einfach versuchen, ein bisschen confident, also mehr selbstsicher hier die Linie zu zeichnen. Vielleicht auch ab und an in Line Weight zu variieren. Heißt, wo mache ich die Linien etwas dicker, wo mache ich sie etwas dünner. Und dann einfach, ja, ein bisschen selbstbewusster die Linien ziehen. Gefällt mir ansonsten aber auch sehr, sehr gut. Also es hat auf jeden Fall diesen Disney-Vibe sehr, sehr gut eingefangen. Obwohl es jetzt nicht dieses klassische Aladdin König der Löwen Ding ist, sondern mehr so ein Rapunzel oder so. Oder was Frozen oder so. Erinnert mich zumindest mehr so an die Filme. An so klassisches. Aber ja, hat den Vibe trotzdem sehr, sehr gut eingefangen. Das ist die Sailor Moon Submission. Was hier auf jeden Fall im Gegensatz zu den anderen beiden Bildern besser gemacht wurde, ist die Dynamik in die Haare reinzubringen. Also ich finde auf jeden Fall die Linienarbeit und hier die Shape-Arbeit in den Haaren, das hier und so, dass du hier so die einzelnen Shapes für dunkel, hell, medium reingebracht hast, finde ich mega cool. Und du hast dieses Mal auch ein bisschen mehr Dynamik in die Haare reingebracht. Hier schön so, das hätte ich genau so gemacht. Schöne S-Kurven hier reingebracht.
das hier würde ich ein bisschen irgendwie versuchen, anders, diese kleine Strähne irgendwie anders unterzubringen. Ich weiß auch nicht genau wie, aber die sieht mir ein bisschen off aus, wie die da irgendwie rauskommt. Aber ja, die Haare auf jeden Fall ein großes, großes Plus in dem Bild. Was mir auf jeden Fall auch direkt aufgefallen ist, was ich irgendwie anders machen würde, ist diese Unterlippe hier. Irgendwie, die ist, wirkt für mich ziemlich groß. Ich würde die versuchen, irgendwie ein bisschen kleiner zu machen. Ich weiß nicht, wenn du dir mal ein Bild von dir anguckst, wenn du deinen Mund aufmachst, wirst du feststellen, dass dort auch meistens die Lippen etwas, ja, kleiner sind, einfach weil diese gestreckt werden und deshalb nicht mehr so gesquasht sind, also nicht mehr so groß sind, sondern halt eher mehr in Nähe des Mundes sind. Da würde ich diese Unterlippe einfach ein Stückchen höher machen. Und was auf jeden Fall auch noch ein großer Takeaway ist, was ich hier anders machen würde, ist, sich zu überlegen wieder, wie sehen die Formen hier aus. Zum Beispiel hier unten am Hals mit dem Halsband. Wenn du jetzt so Konturlinien um den Hals drumherum ziehen würdest, wie würden diese liegen, und entlang denen zeichnest du dann halt auch dieses Halsband ein. Wenn du dir das überlegst, hier geht es zum Beispiel irgendwie komisch gerade nach oben und nach hinten wird es ein bisschen dünner. Einfach sich überlegen, okay, wie geht der Hals hier diese Konturlinien lang, und dann da entlang dieses Halsband zeichnen, beziehungsweise das gleiche hier oben auch mit dem kleinen, ja, was ist das, Reif oder so? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie geht diese Stirn, wie liegt die im dreidimensionalen Raum? Und sich dann so überlegen, okay, wie müsste das Ganze aussehen? Und ja, sich mehr so an der Form orientieren und sich auch mal überlegen, okay, wo ist die Mitte von dem Gesicht? Wo ist die Mitte von dem, was wir hier zeichnen? Und dann merkt man auch, dass das hier ein bisschen off ist. Also es müsste mehr irgendwie so hier sein. Sich einfach überlegen, okay, das ist immer noch versuche ich hier ein dreidimensionales Objekt im zweidimensionalen Raum darzustellen, und dann muss man ein bisschen nachdenken, wie das denn überzeugenderweise geht. Was mir auch noch auffällt, hier unten der Hals würde ich irgendwie ein bisschen irgendwie so hier machen, das kleine Stückchen hier weglassen, irgendwie so. Auf jeden Fall merkt man, dass es ein Sailor Moon Stil sein soll. Gerade was du hier mit den Augen und so umgesetzt hast, finde ich, es spricht wirklich buchstäblich, schlägt das einen den Sailor Moon Stil ins Gesicht. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Ja, und es ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Submission. Wie gesagt, die Haare finde ich super. Und wie du auch, das finde ich auch immer sehr sympathisch. Du hast das Braun von den Haaren dann auch wiederverwendet in den Augen zum Beispiel. Und auch hier diese lilane Akzentfarbe, dass du hier lila genommen hast, hier für das Halsband lila genommen hast und hier für das Cape und für die Schleife alles lila genommen hast, dass du sozusagen ein wiederkehrendes Motiv hast, diese lilane Farbe, finde ich auf jeden Fall, ist eine gute Entscheidung, würde ich auch so machen. Generell ist es beim Kolorieren meistens so, dass wenn man zu viele Farben sich nimmt, das Ganze immer ein bisschen ausartet. Deshalb würde ich mich immer auf relativ wenige Farben beschränken, vielleicht 3 oder 4 Farben, und dann die anderen Farben aus diesen Farben mischen. Also du hast ja hier zum Beispiel dein Braun, du hast jetzt hier, okay, du hast ein helles Medium und ein dunkles Braun, du hast dein Lila und du hast deine Hautfarbe, beziehungsweise noch eine dunklere Hautfarbe. Und darauf hast du dich beschränkt. Und damit harmonieren die Farben auch relativ gut miteinander. Genau, das ist auch so ein kleiner Takeaway. Dass man nicht einfach sich 50.000 Farben nimmt, also wenn du jetzt hier irgendwie die Schleife blau gemacht hättest, das hier gelb und das hier dann grün, das wäre nie so cool gewesen. Weil dann einfach die Farben nicht mehr so gut miteinander harmoniert hätten. Und genau, so viel zu der Submission. Zeigt auf jeden Fall, wie gesagt, den Sailor Moon Stil ganz gut. Dann will ich auch mal 2 Worte zu meinen eigenen Submissions sagen. Das ist meine Submissions zum Alphonse Mucha Stil. Was ich auf jeden Fall probiert habe, ist wieder so möglichst viel
Arbeit hier in die Line, in das Linework zu stecken und dann hier in den Haaren ein bisschen, ja, hier auf coole Shapes zu achten, die cool zu kolorieren. Was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, irgendwie ist der Hals hier zu breit. Das finde ich nicht so cool. Und ich hätte doch irgendwas, eine andere Lösung für den Mund finden sollen. Der ist, wenn ich es nochmal neu zeichnen würde, würde ich die zwei Punkte auf jeden Fall bei mir nochmal verändern. Und ich finde den Hintergrund, den wir vorhin hatten, irgendwie cooler als hier ich habe hier, was habe ich da irgendwie, Kacheln oder so oder irgendwie sowas habe ich gesucht, ich weiß nicht, ich weiß es gar nicht mehr genau, was ich dort gegoogelt habe, habe ich dort in den Hintergrund gepackt, einfach damit wir hier so ein Muster haben, weil das ist auch relativ, ja, relativ oft so bei diesem Künstler, dass der irgendwie solche Sachen in den Hintergrund macht. Und ja, ansonsten, was man vielleicht noch sagen kann, hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, meine Linien sind mit Absicht nicht schwarz, sondern in so einem dunklen, warmen Rot gehalten. Also so irgendwie sowas hier. Weil Schwarz macht alles immer so ein bisschen matschig und dieses Rot lässt das Ganze einfach ein bisschen lebendiger wirken. Und wenn man sich die Bilder von dem Künstler auch anschaut, wird man auch feststellen, dass dem seine Linien auch nicht schwarz gemalt sind, sondern auch immer leicht farbig sind. Ups, fuck. Immer leicht farbig sind. Genau. Das habe ich halt auch versucht umzusetzen. Was ich vielleicht auch nochmal hätte überarbeiten sollen, ist hier unten. Da sind meine Linien noch relativ loose. Aber na gut, die sind jetzt auch nicht der Hauptfokuspunkt und wollte dann auch nicht mehr, sondern nicht viel mehr Zeit auf dieses Bild verbrauchen, verschwenden, und habe es deshalb dann so gelassen. Der zweite Stil, der mir meiner Meinung nach wirklich am schlechtesten gelungen ist, ist der Disney-Stil. Als ich die Vorskizze dafür gemacht habe, fand ich, sah es gar nicht so kacke aus. Da war ich sogar relativ zufrieden, aber je mehr ich dann angefangen habe, irgendwie das Ganze dann final zu machen, irgendwie Farbe reinzubringen, hier nochmal die Linien nachzuziehen, desto mehr und mehr hat es mir nicht mehr gefallen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich finde irgendwie das Grinsen passt überhaupt nicht. Irgendwie da hätte ich mir noch was anderes überlegen müssen. Gut, ich muss auch sagen, ich habe die Bilder jetzt schon vor 2 Wochen gemalt. Da habe ich jetzt nochmal nach 2 Wochen einen anderen Blick drauf. Irgendwie die Haare gefallen mir auch nicht sonderlich, liegen nicht wirklich irgendwie dynamisch. Ich habe versucht, das weiß ich noch, viel noch mit Line Weight rauszuholen. Also, wo packe ich hier zum Beispiel dicke Linien hin, hier ein bisschen dünner. Oder hier dicke Linie, hier ein bisschen dünner. Solche Sachen. Und habe es versucht, damit ein bisschen rauszuholen. Ist mir auch eher semi-gut gelungen. Aber ja, trotzdem denke ich, habe ich eine Menge dabei gelernt. Ich habe versucht, meine charakteristischen Features noch mit unterzubringen. Wenn ich mich nämlich angucke, stelle ich immer wieder fest, ich habe ziemlich, ziemlich fette Augenbrauen. Und eine relative knollige Nase. Das sind so meine Features, an denen ich mich wiedererkenne. Habe die versucht, so ein bisschen hier mit reinzubringen, einfach um ein Wiedererkennungsmerkmal mit zu machen. Aber ja, mir gefällt das Bild echt nicht sonderlich gut. Ich würde auf jeden Fall eine Menge anders machen, wenn ich das nochmal malen würde. Der nächste Stil ist bei mir hier der One-Piece-Stil. Finde ich, ist gar nicht mal so kacke geworden. Ein paar Sachen. Hier unten fällt mir das zum Beispiel gerade auf. Hier hätte ich einfach noch ein bisschen mehr auf die Linienqualität achten sollen. Das ist hier echt nicht ganz so nice. Und ja, vielleicht in die Haare oder so noch ein bisschen mehr Detail reinbringen. Ich weiß nicht, ich habe damals das Bild, das weiß ich auch noch, relativ gerusht, weil ich da nicht mehr so viel Zeit hatte und das dann einfach noch schnell über die Bühne bringen wollte. Deshalb ist das auch ein bisschen, meiner Meinung nach, fällt das hier ein bisschen karg aus, leider. Aber ja, hier habe ich wieder versucht, was man vielleicht hier sieht, so ein bisschen mit Line Weight hier ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Die knolligen Augenbrauen auf jeden Fall mit reinzubringen, die
also beziehungsweise die großen Augenbrauen. Die knollige Nase habe ich sehr reduziert, weil ich mich hier auch an eine Vorlage von Ruffy gehalten hatte. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann oder nicht. Und habe mich dort ein bisschen inspiriert, auch so von den Haaren her. Mich versucht dort ein bisschen inspirieren zu lassen und ein bisschen leiten zu lassen, einfach um den Stil ein bisschen einzufangen. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, wie gut man mich da jetzt raus erkennen kann, aber ich finde, dass man schon erkennen kann, dass das ein One-Piece-Stil sein soll. Und finde ich gar nicht so schlecht. Ja, so ein paar Sachen, wie gesagt, hier Linienqualität ist in manchen Stellen nicht on top, würde ich auf jeden Fall an der Stelle dann nochmal ein bisschen aufpolieren, wenn ich das Ganze nochmal überarbeiten würde. Und ansonsten, ja, wenn man sich den Stil auch anguckt, ist es relativ simplistisch gehalten mit Schatten und so, nicht großartig schattiert und so weiter. Habe ich hier hauptsächlich auch mit einem Polygon-Tool gemacht, heißt hier dann die Flächen mit dem Polygon-Tool abgesteckt und dann, oder hier sieht man das auch ganz gut, und dann mit dem Farbfüller eingefüllt. Genau. Und ja, so viel zu dem Stil. Und dann hier noch der Part zum Sailor Moon Stil, der meiner Meinung nach wesentlich besser geworden ist als alles, was ich mir erhoffen konnte. Ja, ich habe mich einfach an so zwei, drei verschiedene Vorlagen gehalten und versucht dann einfach so ein bisschen meine eigenen Features dort mit reinzubringen, aber halt den Stil soweit zu übernehmen. Und ich finde, es ist wirklich gar nicht mal so schlecht geworden. Man sieht, ich habe hier auf jeden Fall mit der Airbrush gearbeitet, um hier ein bisschen zu schattieren, was ich ja sonst eigentlich hier so gut wie gar nicht mache. Das ist doch besser geworden, als ich dachte. Was mir auf jeden Fall auch sehr gut gefällt, ist hier diese Lichtsäule oder so im Hintergrund. Ich weiß nicht, in den anderen Bildern hat man ja immer irgendwie gesehen, dass ich auch immer versucht habe, irgendwelche grafischen Elemente unterzubringen. Keine Ahnung, hier zum Beispiel mit diesem Balken im Hintergrund, hier in dem Bild, war es halt dann diese Lichtsäule, die ich mir auch aus einer Vorlage geklaut habe, in der das so war. Das finde ich auf jeden Fall mega cool und ich werde mir das wahrscheinlich auch für meine künftigen Bilder auch übernehmen. Was mir wieder noch nicht so ganz gefällt, ist hier meine Linienqualität. Also ich habe wieder versucht, ein bisschen Line Weight mit reinzubringen, also hier manche die Linien mehr zu betonen als andere. Aber manche Linien sind mir einfach immer noch zu sloppy, hier in den Haaren teilweise. Aber das war dann auch, wie schon gesagt, so ein bisschen so ein Zeitgrund, weil ich dann echt ein bisschen unter Zeitdruck war und nicht mehr so viel Zeit für dieses Bild aufwenden wollte und deshalb dann nicht noch eine Runde drüber gegangen bin und nochmal alles schön clean gemacht habe. Ich dachte so, okay, na gut, so krass sieht man jetzt das auch nicht, wie sehr jetzt die Linien clean sind in den einzelnen hier irgendwelchen Randbereichen. Ja, aber wenn ich das Ganze nochmal irgendwie ernsthafter, größer neu machen würde, würde ich das auf jeden Fall korrigieren. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich mit diesem Bild wirklich eigentlich ganz zufrieden. Ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass gerade der Sailor Moon Stil mir die meisten Probleme bereiten wird. Dem war aber nicht so. Und genau, so viel zu der Submission. Und zu guter Letzt mein eigener Stil. Da sind wir jetzt auf bekannten Territorium. Ja, was ich hier halt gemacht habe, ist wieder versucht, hier meine Features umzusetzen, meine fette Nase und meine fetten Augenbrauen. Bin einfach nach meinem normalen Prozess gegangen. Also ich habe angefangen mit erst einer kleinen Vorskizze und dann das Ganze noch ein bisschen überarbeitet, dass das alles von den Proportionen her stimmt, und bin dann reingegangen und habe das dann angefangen zu kolorieren. Wie man sieht, habe ich das Ganze dann nicht noch irgendwie bis ins letzte Teil getragen, sondern hier sieht man ja noch hier die einzelnen Brushstrokes und so weiter, ist relativ loose gehalten. Aber das liegt einfach daran, dass ich dann keine Lust mehr hatte, das komplett fertig zu rendern. Wäre jetzt auch kein größeres Ding gewesen. Ist natürlich, wenn man seinen eigenen Stil umsetzt, ein bisschen alles entspannter, weil man sich weniger Sorgen um den Stil machen muss, sondern sich mehr Gedanken machen kann über so Sachen wie, wie mache ich die Proportion, wie lege ich meine Farben fest,
wie mache ich meine Komposition und so weiter. Genau. So ein paar Sachen vielleicht zu meinem Stil. Ich mache mal die Augen relativ weit so auseinander, das finde ich irgendwie cool. und ich versuche immer relativ, ja, wie soll man sagen, grafisch zu bleiben. Also ich versuche sehr in Form zu denken und versuche immer irgendwelche coolen Formen zu finden und relativ flächig auch zu arbeiten. Also ich versuche mir immer komplette Flächen zu suchen und ich versuche mir das immer so dreidimensional wie möglich vorzustellen. Also als wäre das irgendwie aus Ton geformt oder so. Oder als würde ich jetzt das Porträt nicht zeichnen, sondern tatsächlich mit irgendwie Ton oder so formen. So ein paar Sachen sind auf jeden Fall, habe ich auch mit reingebracht, wie man hier zum Beispiel sieht, hier Rot versus Blau, einfach um so ein bisschen Spannung reinzubringen. Oder hier, wenn Schatten und Lichtflächen aufeinandertreffen, hier einfach an den Rändern so ein bisschen gesättigtere Rot-Orange-Töne mit reinzubringen. Und auch der Abwechslungshalb mal hier irgendwie so kleine Blautöne, Stiche hier mit reinzubringen, einfach um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Mache ich relativ gerne und war auf jeden Fall, also das zu malen war auf jeden Fall das entspannteste von den ganzen Stilen, ja, weil wie gesagt einfach das ja mein eigener Stil ist und ich da nicht sonderlich viel drüber nachdenken muss, sondern das läuft so von meiner Hand und deshalb kommt das auch am natürlichsten, ist das halt auch am natürlichsten so für mich zu zeichnen bzw. zu malen. Aber es ging ja gerade darum, sich mal zu herauszufordern, mal eine Challenge zu machen und zu gucken, wie man die anderen Stile von anderen Künstlern umsetzt. So viel zu dieser Challenge-Auswertung. Ich hoffe, dass man das ein oder andere mitnehmen konnte, ihr die ein oder anderen Tipps in euren nächsten Bildern anwenden könnt und wie schon am Anfang gesagt, wenn ihr irgendwelche Bilder habt, die euer jetziges Können repräsentieren, könnt ihr mir diese irgendwie zukommen lassen und dann mache ich auch gerne vielleicht mal eine Kritik zu eurem Bild. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Wenn man das Video bewerten will, kann man das gerne tun und bis hoffentlich nächste Woche. Adios!